Probier meets Probier. Das Ganze mit einem einzigartigen Weißbier. Und das Ganze auch dann auch jetzt bei Probier.TV. Hallo, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Probier.TV. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt genauso viel Spaß wie ich mit dem heutigen Bier. Und das ist tatsächlich ein Bier, auf das ich mich sehr, sehr freue. Der Christian aus Nürnberg war ja so freundlich, mir 6 fränkische Biere zur Verfügung zu stellen. Und das ist eins davon. Und warum ich mich darüber so freue, es ist von 2 Jungs, die sich Bro-Bier nennen. Und die haben ein einzigartiges Weißbier gebraut. Bro-Bier, soviel ich es jetzt rausgefunden habe, 2 Burschen aus Franken, der eine arbeitet und hat sich aber Teilzeit jetzt schon dem Brauprojekt Bro-Bier verschrieben. Der andere studiert noch und hat damit sicher unendlich viel Zeit für ein Brauprojekt. Mal im Ernst, 2 Hobbybrauer, die so auf dem Weg sind dazu, ein eigenes Business aufzubauen, noch keine eigene Brauanlage, brauen das Ganze noch im Brauhaus Binkert in Breitengüßbach. Und da kommen aber nicht die schlechtesten Biere her, insofern alles komplett in Ordnung. Schreiben auch selber, gebraut auf der modernsten Brauanlage der Welt. Sicher eine sehr moderne Anlage, die man dort hat, braucht man auch, denn, und jetzt kommen wir zum Bier, das Bier, und da unten steht es vielleicht für euch erkennbar drauf, mit 100% Weizenmalz gebraut. Und sie haben am Anfang noch gesagt, sie sind die Ersten, die das gemacht haben. Stimmte nicht ganz, habe ich ihnen damals auch geschrieben, denn zum Beispiel Jopen und Brewage hatten ja schon das Wheat Impact gebraut, aber auch da war das Thema 100% Weizenmalz setzt schon ein bisschen Brau-Know-how voraus, weil es beim Abläutern tatsächlich eine Katastrophe ist, so ein Bier abläutern zu müssen. Und da gibt es spezielle Verfahren bzw. Einrichtungen. Schaut aus wie Riesenfilter, aber da wird das Bier dann eben mit Druck auch durch diese Läuterbleche durchgedrückt und man kann da eben dann auch Biere, die man sonst eigentlich kaum abläutern kann, weil die Maische sich so eindickt, kann man damit eben auch produzieren. So eben dieses Bier. Normales Weißbier, ja bis zu 50% Gerstenmalz, hier 100% Weizenmalz drin. So, was haben wir noch vergessen? Bier aus 100% Weizen, 100% Genuss, ein Unikat aus Franken. Und aus Reckendorf kommen die beiden Herren. 5,3 Volumenprozent Alkohol und Wasser, Weizenmalz und Hopfen. Ja, soll keiner was von Reinheitsgebot jetzt sagen. War ja eh schon immer ein Thema. So, ich glaube, wir können das Ganze mal aufmachen. Und wir kommen zum spannenden Teil. Martin schenkt Weißbiere ein. Eine Neverending Story und immer wieder lustig für Leute, die dem beiwohnen dürfen. Ich verspreche, ich versuche mein Allerbestes. So, natürlich ist hier reichlich Bodensatz drin. Oder was heißt natürlich? Ich hoffe das einfach. Und eigentlich habe ich jetzt schon... So, was haben wir denn da? Wir haben ein herrliches, schönes, orangenes, goldenes, leicht bernsteinfarbiges Weißbier vor uns, tolle Naturtrübung, intensive Kohlensäure und auch intensiver Schaum obendrauf. Sag euch das mal so. Das ist wirklich tatsächlich ein Weißbier, wie es im Buche steht. Auch die Schaumkrone oben hat einen sehr, sehr stabilen Eindruck und hindert mich im Augenblick daran, so ein bisschen die letzten Reste aus der Flasche noch einzuschenken, was ich gerne machen würde. Aber irgendwie bringe ich das noch hin, ohne hier eine große Sauerei anzurichten. Gesagt, getan. So, lasst uns mal die Nase... Aha, das schaut hässlich aus. Nein. Was fällt mir als Weißbiertrinker auf? Es fehlt die Banane. Wir haben volle Wäsche, Weizen in der Nase. Weißbier sowieso. Und so eine schöne, etwas
definierte Fruchtigkeit. Aber es hat so eine schöne, süßliche, fruchtige Note in der Nase. Aber es fehlt eben diese klassische Banane und Nelke. Und das muss ja nicht das Allerschlechteste sein. War damals übrigens bei dem Weed Impact, glaube ich, ganz genauso. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal an, was dann drin ist in diesem Sinne. Cheers. So. Sortieren wir das Ganze mal. Es ist ein Weißbier, was sehr fruchtig daherkommt. Es ist aber tatsächlich, fällt mir schwer jetzt zu sagen, in welche Richtung das geht. Es ist so eine leichte Süßlichkeit, die vom Malz herkommt, ein bisschen Frucht dabei, schön vollmundig. Hat lustigerweise auch eine sanfte Bittere mit dabei, was man ja bei Weißbieren normalerweise auch nicht unbedingt dabei hat. Es ist sehr angenehm unaufdringlich und trotzdem, dass es sehr schön vollmundig ist, es ist nicht so schwer. Es ist ein relativ leichtes Weißbier, man sagt ja immer, so ein Weißbier, das ersetzt manchmal auch eine ganze Mahlzeit. Und das stimmt ja bei vielen Weißbieren auch, weil es einfach so sehr wuchtig daherkommt. Das ist bei dem überhaupt nicht der Fall. Viel Weizen, Hefe ist natürlich mit dabei. Keine Banane, keine Nelke. Und lässt sich irrsinnig gut trinken. Das ist vielleicht so der Summenstrich, den wir ziehen können beim Antrunk. Es ist ein unfassbar süffiges, unfassbar gut trinkbares Bier. Schöner mittlerer Körper, Weizenbier typische spritzige Kohlensäure, sehr süffig und wie gesagt, es ist nicht so schwer und nicht so gehaltvoll wie andere Weißbiere und hinten raus. Es ist so leicht hefig, bitter, verwässert vielleicht auch so ein bisschen hinten raus im Nachtrunk. Viel Weizen mit dabei, nicht zu langer Nachtrunk. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Experiment, darf man ja nicht sagen, weil es ist ja so gewollt. Und es ist ja auch kein Bier, was man irgendwie sagt, da hat man jetzt ein großartiges Experiment gestartet, sondern man kann es einfach auf diesen Anlagen brauen, 100% Weizenmalz. Und insofern ist es ein Bier, was den Sohn meines Vaters durchaus gefallen tut und nicht nur, weil es eben von Brobier ist. 100% Weizenmalz, ein einzigartiges Weißbier von den Burschen von Brobier und von ProbierTV gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für das Brobier, einzigartiges Weißbier aus 100% Weizenmalz und wenn ihr andere 100% Weizenbiere kennt, wäre ich sehr, sehr gespannt. Weed Impact von Jopen und Brewage kennen wir. Und vielleicht gibt es da tatsächlich noch mehr. Würde mich wundern, wenn dem nicht so wäre. Aber das sind die beiden einzigen tatsächlich mit diesem hier zusammen, die ich kenne. Gratulation nochmal an Brobier für euren super Namen. Und es würde mich tatsächlich freuen, wenn wir uns irgendwo mal über den Weg laufen würden. Wir hatten noch nicht die Gelegenheit. Ich glaube, wir haben uns mal auf Facebook irgendwo geschrieben. Aber ich finde die Kombination Probier und Brobier sehr, sehr lustig. Und irgendwie sollten wir vielleicht mal zusammen ein Bierchen trinken gehen. An dieser Stelle dann nochmal Dankeschön an den Christian für dieses Bier. Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön fürs Kanal abonnieren. Dankeschön, dass ihr morgen wieder einschaltet. Dann gibt es das nächste Bier hier bei ProbierTV. Bis dahin. Tschüss, Baba. Servus, Prost und Ahoi. Tschüss.